So, hallo und einen wunderschönen guten Abend, liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Wie immer, herzlich willkommen zum Livestream, zum letzten Livestream in diesem Jahr hier auf meinem Kanal. Die allererste Frage, wie immer, könnt ihr mich gut verstehen? Wenn das der Fall ist, bitte gerne mal in den Chat schreiben, könnt ihr mich sehen, damit wir erstmal das Technische quasi abhaken können. Also, schreibt gerne mal in den Chat rein, ob alles soweit in Ordnung ist, ob ihr mich gut verstehen könnt. Und dann würde ich sagen, können wir auch gleich ganz entspannt starten, eure Fragen beantworten natürlich und alles Weitere dann natürlich jetzt gleich auf der Agenda, was ich so ein bisschen vorbereitet habe für euch. Ton und Bild sind gut, danke Andreas, vielen Dank dafür, genau, super, okay. Nicht, dass ihr euch wundert, ich schaue wieder so ein bisschen hier links und rechts auf meinen großen Bildschirm und auf meinen Laptop rauf. Hier ist die Kamera direkt vor mir, also nicht bitte wundern, wenn ich ab und an mal nicht in die Kamera schaue. Kamera könnte etwas höher, okay. Bei mir sieht das okay aus, würde ich jetzt so lassen tatsächlich, das passt glaube ich soweit. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid, erstmal schönen guten Abend, dass ihr nicht beim Karneval gerade seid, feiern seid, sondern hier bei mir im Livestream. Wir schauen mal, wie lange wir heute machen, Maximum eine Stunde, wenn überhaupt, ich muss mal schauen. Ich habe so eine kleine Präsentation, Anführungsstrichen, vorbereitet für euch. Die kann ich euch aber nicht zeigen, weil ich über StreamYard quasi streame heute. Ich kann euch die aber gerne zuschicken, wenn ihr wollt. Wenn ihr das möchtet, dann tragt euch am besten mal in den Newsletter von mir ein, das lasse ich hier mal durchlaufen. Da könnt ihr euch quasi eintragen. Und wenn ihr schon eingetragen seid, schickt ihr mir einfach eine E-Mail an moin@mike-herfurt.de und dann schicke ich euch gerne mal die Präsentation im Anschluss einfach dann zu. Weil in der Präsentation sind tatsächlich einige Sachen drin, die ich euch gerne gezeigt hätte, die ihr dann quasi jetzt aber nicht sehen könnt, weil das hier mit StreamYard quasi nicht geht. Ja, also wenn ihr es haben wollt, gerne eine kurze E-Mail an mich schicken oder halt jetzt beim Newsletter einmal ganz kurz anmelden. Dann bekommt ihr die Präsentation auf jeden Fall zugeschickt. Bitte gerne eure Fragen immer stellen, einfach in den Chat reinschreiben. Ich sehe die hier auch. Bis jetzt sind wir noch eine relativ kleine Runde. Je nachdem, wie viele Fragen reinkommen, werde ich die sofort auch beantworten. Also gerne immer wieder zwischenhauen und auch gerne eure Fragen stellen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne auch mal einen Kaffee spendieren. Ich blende euch das Ganze hier gerne mal ein. Oder könnt gerne mal in meinem Store vorbeischauen. Da gibt es, die mich kennen, sehr, sehr viel Auswahl an Bildbänden, an Kalendern, an Fotoreiseführern, an Workshops etc. etc. Also da gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt, diesen Kanal auch natürlich zu unterstützen. Wir fangen mal direkt an. Und zwar habe ich heute auf der Agenda Folgendes, und zwar fangen wir mal an mit Tools und Hilfsmittel. Dann habe ich so ein bisschen was zur Ausrüstung, dann einmal die detaillierte Scouting-Planung, wie ich sie auch mir quasi in den letzten Jahren angeeignet habe, was ich quasi gelernt habe aus meinen eigenen Fotoreisen, die ich ja ziemlich häufig auch mache. Was muss ich wirklich mitnehmen auf Fotoreise? Ist auch so eine Frage, die man sich stellen kann. Das Thema Datensicherung habe ich noch einmal und ganz zum Schluss dann noch ein paar abschließende kleine Tipps und Tricks von mir. Also wir schauen mal, wie lange wir das quasi machen können, wie lange wir heute im Chat quasi bleiben. Ich will euch gar nicht zu lange aufhalten, sondern kommen dann mal direkt zur Sache. Wir starten also mal mit dem ersten Punkt, und zwar ist das das Thema Tools und Hilfsmittel. Und ich werde ganz, ganz oft gefragt, gerade auch in Workshops, wie findet man denn am einfachsten, am schnellsten seine Location? Also ich würde mal vielleicht so argumentieren, das kommt immer ganz drauf an, was ihr quasi auch wollt. Also wollt ihr vielleicht irgendwo ganz speziell mal hinfahren, weil ihr das Bedürfnis schon habt und weil das eurer Familie vielleicht sagt, dass ihr damit hinfahren sollt, oder macht ihr eine eigene Fotoreise? Ist es ein eigener Trip, den ihr vielleicht quasi plant aufgrund von schon gesehenen Fotos im Netz oder ähnliches? Da müsste man schon vorab so ein bisschen differenzieren und müsste so ein bisschen schauen, okay, was will ich eigentlich quasi erreichen? Was ich nutze, ganz klassisch, muss ich glaube ich nicht erklären, ist einmal erstmal Google logischerweise. Dann nutze ich ganz, ganz verstärkt auch Google Maps 3D. Das ist aber nachher für die detaillierte Reiseplanung tatsächlich sehr wichtig. Und das war mir bei den Färöerinseln zum Beispiel jetzt aus der letzten Fotoreise auch sehr wichtig, weil es da um Sonnenstände geht, um Wolkenstände. Wo geht die Sonne ganz konkret auf? Wo geht sie unter? Und das würde ich also hauptsächlich auch anwenden, wenn ich jetzt irgendwo in den Bergen quasi fotografiere. Gehe. Wenn ich jetzt irgendwo im Flachland bin an der Küste oder ähnliches, dann ist es nicht so ganz so wichtig. Da würde ich mit Google Maps 3D nicht so stark arbeiten. Aber wenn ich jetzt irgendwo in die Berge fahre und wo ich das ganz konkret wissen muss, dann nutze ich es auf jeden Fall sehr, sehr stark und auch sehr detailliert tatsächlich. Falls du es nicht kennst oder falls ihr es nicht kennt, Google Maps 3D ist kostenfrei, könnt ihr euch runterladen, gibt es für Mac und auch für Windows, also ist auch kostenfrei. Und einfach runterladen, mal probieren, und da könnt ihr quasi auch 3D-Modelle erstellen und könnt schon
ganz konkret sehen, wo könnt ihr vielleicht langlaufen auf eurer Wanderroute zum Spot, wo ist die Sonne zum Zeitpunkt XY etc. etc. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache, wie ich finde. Dann nutze ich natürlich Social Media, Instagram, Vero, nicht ganz mehr so viel. Also Vero ist, habe ich damals schon gesagt, als der Hype quasi da war, gerade nach Instagram. Vero ist am Auslaufen wieder in meinen Augen. Also es wird wieder wesentlich weniger genutzt als noch vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen. Trotzdem ist es ein ganz cooles Tool, um mal zu schauen, was andere Fotografen denn so quasi treiben und was man so rausholen kann an Spots. Dann einmal locationscout.net. Das packe ich auch alles in die Präsentation quasi für euch rein. Also wenn ihr euch anmelden wollt oder mir eine E-Mail schickt dann dazu, dann habt ihr es alles auf einen Blick. Müsst ihr jetzt nicht mitschreiben tatsächlich, sondern einfach dann, wie vorhin schon gesagt, mir eine E-Mail schicken an moin@mike-herfurt.de oder einfach in den Newsletter eintragen. Dann bekommt ihr quasi alle Informationen nachher auch dann von mir zugesendet. Also locationscout.net und ich nutze seit kurzem auch die App Viewfinder. Dazu gibt es übrigens nächste Woche mal ein ausführliches Video, was diese App quasi alles so kann und wofür man sie nutzen sollte. Also auch ein ziemlich cooles Tool, wie ich finde. Ist eine sehr coole Foto-Community, aber am besten schaut ihr am Montag wieder rein, denn da ist das Video um 18.30 Uhr spätestens dann auch für euch online. Natürlich nutze ich Bücher, ich nutze selbst Reiseführer, ich kaufe mir selbst auch Bildbände. Wie ihr wisst, wenn ihr mich vielleicht kennt, natürlich produziere ich selbst auch Bildbände und Reiseführer, aber ich unterstütze auch gerne andere Fotografen in ihrer Arbeit und finde es auch ganz toll, wenn ich mal wieder neue Bildbände in die Hand bekomme. Die neuesten Bildbände, die jetzt quasi von mir draußen sind, sind einmal Lofoten und die Färöerinseln. Sind zwei richtig große Herzensprojekte von mir gewesen. Färöer bekomme ich jetzt die Tage zugeschickt, die ersten Probedrucke und ihr könnt es auch gerne schon bestellen. Da könnt ihr gerne mal, wenn ihr wollt, einfach im Store vorbeischauen. Bildbände finde ich aufgrund dessen so wichtig und so gut, weil man sehr viel Inspiration bekommen. Meistens sind es auch Menschen, die schon öfters an solchen Spots gewesen sind, die auch Erfahrung natürlich in der Landschaftsfotografie haben. Mir ist persönlich aufgefallen, dass es von ganz, ganz vielen tollen Möglichkeiten, die man hinreisen kann, gar keine Bildbände gibt. Und wenn es welche gibt, sind es doch sehr allgemeine Bildbände und nicht so spezielle, wie ich sie jetzt vielleicht quasi mache, von gewissen Regionen. Deswegen kann ich immer jeden Fotografen unterstützen, der sowas macht, weil ich weiß, was für Arbeit dahinter steht. Bildbände finde ich ganz, ganz große Klasse. Erstmal, vielleicht begrüße ich euch erstmal alle, die jetzt da sind. Hallo erstmal Andreas, hallo Jean-Marc, hallo Efte, Andreas ist dabei. Burkhard, hallo, moin moin, der Frank auf Mallorca, schöne Grüße in die Wärme. Ich verfolge deine Storys auch mehr sehr gerne, Frank. Schöne Sachen, die ihr da so macht. Danke natürlich auch. Also Frank hat den Bildband von mir bekommen auf der Fotopia in Hamburg, wo wir waren und wo wir uns das erste Mal getroffen haben. War sehr cool. Leider zu kurz. Wir hatten nicht so viel Zeit, um uns auszutauschen, aber das holen wir, glaube ich, nochmal nach. Andreas ist dabei. Viewfinder nutzt du auch. Okay, dann kennst du die App vielleicht schon. Vielleicht ist noch was dabei am Montag, was dir vielleicht auch helfen kann. Also da gerne mal vorbeischauen. Olli ist auch dabei. Hallo Olli, schön, dass du mal reinschaust. Wir machen auf jeden Fall auch noch was zusammen, haben wir schon gesagt. Genau, also erstmal willkommen nochmal an dieser Stelle an alle, die jetzt gerade zuschauen. Wir gehen mal weiter und zwar zum nächsten Punkt, zum Thema Ausrüstung. Und ich würde mir persönlich immer die Frage stellen, was muss ich alles mitnehmen? Ich spreche jetzt nicht von euren Kleidungsstücken, die ihr anziehen sollt, sondern ganz speziell von der Fotoausrüstung, die man mitnehmen sollte. Und die mich kennen, die wissen das ganz konkret. Ich habe meistens immer zwei Kamerabodies dabei und drei Objektive, die für mich in der Landschaftsfotografie am wichtigsten tatsächlich sind. Das sind einmal Brennweiten vom Brennweitenbereich 17 bis 200 Millimeter. Das decke ich quasi mit drei Objektiven quasi ab und zwei Kamerabodies, weil es durchaus sein kann, dass mal eine Kamera auch defekt ist. Habe ich jetzt tatsächlich gehabt vor kurzem. Meine beiden Sony A7 III sind an einem Abend defekt gewesen an einer Hochzeit. Zum Glück war die Hochzeit schon vorbei. Ist kein Witz, also ist wirklich so. Die eine Kamera geht jetzt wieder, die andere ist gerade in der Reparatur. Also ist schon manchmal ziemlich komisch, was manchmal so passiert und was für komische Zufälle es dann quasi auch gibt. Und ja, beide Kameras haben dann quasi ihren Geist aufgegeben. Genau, also das wäre für mich, glaube ich, das Wichtigste. Noch viel wichtiger, glaube ich, sind zwei Kamerabodies als eher ein Objektiv, was ich zu Hause lassen würde, sehr wahrscheinlich, weil ich immer die Angst hätte, wenn ich jetzt irgendwo in der Valla Pampa bin, da gibt es natürlich kein Fotofachgeschäft, ich kann mir nicht mal eben eine Kamera zuschicken lassen, sondern tatsächlich muss man dann auch einsatzbereit sein und muss weitermachen können, weil wenn du dir vorstellst, du hast die Fotoreise lange geplant, du hast viel Geld dafür in die Hand genommen, bist irgendwo nach Island, was ich wohin geflogen, nach Norwegen und sitzt da jetzt die restlichen 5-6 Tage deiner Fotoreise und kannst nicht weiter fotografieren. Das wäre ja quasi der Super-GAU. Also deswegen meine Empfehlung,
auf jeden Fall zwei Kamerabodies, wenn möglich, natürlich mitzunehmen. Des Weiteren nutze ich natürlich eine Drohne. Ich nutze die DJI Mavic Mini 2. Super gute Drohne. Für mich reicht die vollkommen aus, macht super gute Aufnahmen, super gute Fotos. Zum Drucken, selbst zum Drucken reicht es vollkommen aus, finde ich. Die Fotos, die man damit rausholen kann aus der DJI Mavic, finde ich super cool. Hat noch nie ihren Geist aufgegeben, tatsächlich. Also manchmal fehlt das Signal ein bisschen weg, dann kriege ich schon ein bisschen Puls, aber das war bis jetzt immer noch alles im grünen Bereich tatsächlich. Ich habe schon bei stärkeren Sturm das Ding steigen lassen, also auch da habe ich nie Probleme gehabt und bin damit sehr, sehr zufrieden. Dann habe ich einmal einen DJI Osmo Pocket dabei, um quasi die Videos aufzunehmen für euch, die ich dann quasi auch immer natürlich im Anschluss dann auch schneide, zusammenstelle auch. Ich habe mindestens 5, wenn nicht sogar eher 6 bis 7 Akkus dabei. Tatsächlich ist es aber so, dass ich niemals 6 Akkus am Tag gebraucht habe. Ich nutze ja die Sony A7 IV jetzt mittlerweile auch schon und dann, wie eben schon erwähnt, die Sony A7 III. Und tatsächlich komme ich meistens mit 2 Akkus pro Kamera an einem Tag, wenn ich wirklich extrem viel filme, in 4K beispielsweise, dann komme ich damit immer noch locker aus. Also ich habe noch nie tatsächlich alle Akkus gebraucht. Im Winter ist es ein bisschen anders, da gehen die schneller alle logischerweise. Deswegen ein Tipp von mir, immer am Körper tragen die Akkus, denn wenn sie nicht ganz so schnell kalt und verlieren quasi auch nicht so schnell den Saft. Stativ habe ich dabei. Ich nutze momentan noch das Stativ von Rollei, das Line-Rock 20. Bin mittlerweile sehr unzufrieden damit, warum das so ist. Dazu werde ich, glaube ich, nochmal ein Video machen. Ich war ja am Anfang sehr begeistert von dem Stativ. Habe ich auch mal in einem Video vorgestellt. Könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal schauen. Aber mittlerweile haben sich da so ein paar Sachen ergeben, die mir echt sehr bitter aufstoßen tatsächlich und die mir einfach nicht gefallen. Und was das genau ist, das mache ich, glaube ich, nochmal ein extra Video, weil ich jetzt hier auch nicht Rollei irgendwie schlecht machen will oder sowas. Die machen sicherlich gute Produkte, aber es gibt da so ein paar Sachen, die mir echt nicht gefallen, die echt blöd sind und die man hätte einfach besser machen können von der Herstellerseite aus. Genau, viele Mikrofasertücher habe ich dabei. Ton habe ich von Rode dabei, die Wireless Go, zweimal habe ich die dabei, auch wenn da mir mal der Ton abschmiert, brauchst du immer irgendwie Ersatzton, also von daher ist das meine Prio-Liste sozusagen. Das kann sich natürlich bei euch ein bisschen ändern, je nachdem, ob ihr Fotoreisen macht, das weiß ich nicht, ihr könnt da mal in den Chat reinschreiben, ob ihr eine Fotoreise vielleicht geplant habt gerade, fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr sogar noch. Dann kann ich mal ein bisschen darauf eingehen. Also schreibt gerne mal in den Chat rein, wo ihr vielleicht das nächste Mal hinreist. Also Frank, weiß ich, du bist jetzt auf Mallorca. Du bist ja permanent unterwegs. nein, ich habe mit Rollei noch nicht gesprochen. Könnte ich machen tatsächlich. Werde ich auch sehr wahrscheinlich noch machen, bevor ich das Video natürlich dann auch drehen werde, um da den Leuten auch die Chance zu geben, das vielleicht nochmal besser zu machen, weil man muss auch wissen zum Stativ, das Ding ist nicht günstig. Insgesamt habe ich dafür 500 € bezahlt. Das ist natürlich eine Stange Geld für ein Stativ. Und ich glaube, da kann man schon ein bisschen was verlangen. Also Frank, du hast natürlich auf jeden Fall recht. Das habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste stehen. Erst mit Rollei sprechen und dann das Video logischerweise machen. Genau. Aber schreibt gerne mal in den Chat rein. Also wo geht eure nächste Fotoreise hin oder euer nächster Fotoausflug? Muss ja keine Reise sein. Kann ja auch sein, dass ihr jetzt morgen was geplant habt, wo ihr hin wollt. Schreibt es gerne mal in den Chat rein. Würde mich mal interessieren, wo es für euch hingeht. Genau, das einmal zu meiner Ausrüstung. Ihr könnt auch gerne mal in den Chat schreiben, was ihr für Ausrüstung dabei habt. Was nutzt ihr für Kamerasysteme? Sony, Nikon, Canon. Also gerne mal als Chat unten reinschreiben. Dann könnt ihr euch gerne mal selbst auch mal austauschen, vielleicht untereinander. Efte schreibt gerade Usedom, genau. Frank, das mache ich auf jeden Fall. Ich melde mich bei dir, dankeschön. Usedom ist sehr, sehr schön. War ich selbst tatsächlich noch gar nicht, obwohl wir das hier in der Nähe bei uns haben. Aber ich war vor ein paar Wochen jetzt gerade auf Bornholm gewesen, in Dänemark. War auch super cool. Dazu gibt es auch die nächsten paar Videos auf meinem Kanal und ein paar tolle Fotos auf jeden Fall. Genau. Genau. Meine nächste Fotoreise, also große Fotoreise, geht nach Schottland im nächsten Jahr auf die Isle of Skye. Da bin ich gerade in der Location-Planung quasi gerade drin. Sehr wahrscheinlich auch noch das Hochland so ein bisschen mit, werde ich mitnehmen. Und dann werde ich mal schauen, wie das da sein wird. Also ich war schon in Schottland öfters und habe da auf jeden Fall schon so einen kleinen Speicher an Bildern tatsächlich, aber noch nicht das, was ich mir wirklich vorstelle für das Bildband nachher, was kommen wird, im Frühjahr dann und dann sehr wahrscheinlich nochmal Island. Und dann bin ich mit Island, glaube ich, aber auch durch. Also ich finde Island super schön, aber ich muss jetzt auch kein Land irgendwie 8, 9 Mal besuchen oder sowas. Ne? Also das davon mal abgesehen. Und dann ist natürlich auch geplant, nächstes Jahr gehe ich in die Planung für meine große Vortragstour, die ich ja spätestens dann übernächstes Jahr machen werde. Da bin ich auch schon im Gespräch mit diversen Partnern und Beteiligten. Dazu aber dann mehr, wenn es dann quasi soweit ist.
Andreas, du fotografierst mit Nikon. Sauerland ist natürlich auch sehr schön. Jean-Marc in französischen Alpen, cool. Detlef nach Rügen, ja, ist immer eine Reise wert. Rügen ist super schön, da kann man sich Ewigkeiten aufhalten. Genau, Burkhard schreibt Lionrock 3 Jahren, genau. Also ja, ich war auch sehr zufrieden damit, aber ich bin auch mit der Arretierung nicht so zufrieden. An sich ein sehr solides Stativ, habe ich schon gesagt. Ist total cool eigentlich, aber naja, egal. Und Mr. Gartenbahner, Sony 6600, Sony R10 3, Lumix G81. Okay, cool. Also kein spezielles System sehe ich schon bei Mr. Gartenbahner. Ich bin ja ein Fan davon, gleiche Systeme zu nutzen, damit ich nachher auch eine gleiche Abbildungsleistung habe und vor allem, dass ich mich auch schnell zurechtfinde, weil oftmals ist es schon so, gerade auch wenn ich jetzt vielleicht nicht nur auf Reise bin, sondern auf Hochzeiten oder sowas und ich die fotografiere, dann ist es ja schon so, da musst du einfach allerzeitbereit sein und kannst nicht in den Kamerasystemen hinher switchen, das geht einfach nicht. Jean-Marc hat eine Sony RX 10-5 Bridge-Kamera, okay. Olli hat eine Nikon Z6 und Z7, oh, cool. Line-Rock Traveler, genau. Das habe ich gesehen aus dem Video, Olli, zum Stativ. Das war aber nicht das Rollei, glaube ich, was du vorgestellt hast, ein anderes, glaube ich. Genau, auch sehr cool. Detlef hat die 6400 und die also A7 wahrscheinlich soll das heißen, ne? A74, okay. FT-D EOS 1DX, M2 EOS R, okay. Burkhardt hat die Fuji GFX 50 und mit den 29 bis 35, okay. Okay, Olli, ja, genau. Ich wusste es nicht mehr ganz genau. Ich habe mir das Video auf jeden Fall angeschaut. Wusste aber nicht mehr genau, welches du jetzt da vorgestellt hast. Sony A74, genau. Okay, die habe ich auch. Bin damit auch super zufrieden bisher. Generell bin ich mit Sony schon sehr zufrieden. Klar gibt es auch einige Abstriche. Ich bin gerade dabei, das Video zu planen für die Sony A74. Ich bin ein bisschen später immer als alle anderen, aber ich mache immer erst nur ein Review dazu, wenn ich die Kamera auch wirklich selbst habe und auch nutze. Weil sonst würde ich kein Review über eine Kamera machen, die ich nie in der Hand gehabt habe tatsächlich. Deswegen kommt das ein bisschen später. Michael, erstmal hallo. Nächste Woche geht es nach Abu Dhabi und den Oman. Oh, sehr spannend, okay. Genau. No. Okay. Nein, habe ich nicht geplant, Olli. Ich gönne mir nicht die A7 R5. Ist mir also zu teuer, tatsächlich. Ich würde mir sehr wahrscheinlich jetzt wieder eine A7 IV dann auch kaufen, damit ich wieder zwei gleiche Kamerasysteme habe. Und das Upgrade, was man mit der R5 bekommen würde, brauche ich nicht. Allein schon aufgrund der hohen Auflösung wäre das für mich nichts, auch wenn ich viel drucke. Ich habe jetzt gemerkt, tatsächlich im neuen Bildband der Fähre habe ich ja jetzt die A7 IV nur genutzt, tatsächlich für die Bilder und bin damit super zufrieden mit der Auflösung. Das Ding hat 33 Megapixel und selbst da kann ich immer noch ein bisschen reinkroppen. Also das finde ich total in Ordnung und ich glaube, mehr Megapixel brauche ich auch nicht, weil ich auch gerade dabei bin also im Heimbereich quasi auch umzustellen. Ich habe mir gerade ein neues System gekauft, Synology auch, muss mich noch ein bisschen einfuchsen tatsächlich, da ich jetzt ein altes Speichersystem schon längere Zeit nutze, was einfach voll ist und was ich halt quasi erneuern muss. Deswegen wäre mir das auf lange Sicht gesehen zu viel Megapixel. So einfach ist das. Genau. Jürgen ist auch dabei. Hallo Jürgen, ich grüße dich herzlich. Genau. Okay, ich mache mal direkt weiter. Jetzt komme ich mal direkt zu der Scouting-Planung, wie ich sie machen würde. Ich habe jetzt hier vor mir einmal eine große Excel-Tabelle stehen. Diese Excel-Tabelle gibt es übrigens ganz, ganz detailreich im Fähre-Bildband. Das heißt, da habt ihr einen QR-Code, der schickt euch quasi zu einem PDF, nämlich genau zu dieser Excel-Tabelle, die ich jetzt leider nicht zeigen kann, die ihr aber zugeschickt bekommt, wenn ihr das wollt, habe ich vorhin schon gesagt. Da steht quasi alles ganz haarklein drin, wann ich wo wie was mache. Ich gehe mal so ein paar Punkte einfach mal durch, damit ihr mal seht, wie ich das aufgebaut habe. Das kann jeder persönlich anders machen, wie er möchte. Aber im Laufe der Jahre habe ich halt mir so ein Schema quasi angewandt oder, sag ich mal, angewöhnt, um einfach das Beste rauszuholen. Und wenn ich auf Fotoreise bin, dann ist für mich, habe ich nur ein Ziel. Ich möchte aus jedem Fotospot, aus jeder Region, in der ich bin, möchte ich möglichst alle Spots rausziehen, die es quasi gibt. Und da bedarf es natürlich einer Planung, kann man nicht einfach hinfahren und kann sagen, ich gehe heute mal ein bisschen wandern und gucke mal, was passiert. Also kann man schon machen, aber dann ist es keine geplante Fotoreise für mich zumindest. Deswegen ist das sehr, sehr, sehr kleinteilig aufgedröselt. Das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht komisch klingen, aber für mich macht das nachher total Sinn, weil ich einfach immer den digitalen Abgleich habe. Ich habe dazu auch nochmal eine digitale Google Maps Karte quasi mir immer angelegt vorher und gleiche diese sozusagen dann ab mit mit der Excel-Tabelle, die ich mir zu Hause schon vorher angelegt habe.
Das Erste, was ich mache, ist, ich schreibe mir zumindest erstmal die Location auf, die ich besuchen möchte. Ich habe jetzt hier das Beispiel wieder Färöerinseln. Das Ganze habe ich nach, also spezifisch nach Inseln gegliedert. Ich habe mir also immer einen Tag für eine Insel quasi ausgesucht auf den Färöerinseln. Das Ding ist aber einfach, wenn man das erste Mal bei so einer Fotoreise quasi ist, das erste Mal vielleicht jetzt, wie ich jetzt auf den Färöerinseln war, dann kann es natürlich dazu führen, dass man sich diesen Plan schnell zerschießt, weil die Gegebenheiten vor Ort natürlich ganz anders sein können. War jetzt hier aber nicht so und habe ich auch noch nie gehabt. Also ich gucke mir das vorher schon ganz, ganz genau an, wie lange ich von wo auch brauche. Also hier habe ich es nach Inseln quasi geordnet und habe dann sozusagen das Erste, was ich immer mache, ist einmal die Parkmöglichkeit. Also wo kann ich konkret parken, wenn ich jetzt eine Wanderung mache? Wo kann ich konkret parken, wenn ich jetzt Spot A, B, C besuchen möchte? Das ist das Erste, was ich mir also einfach als Link quasi in die Excel-Tabelle reinziehe. Dann das Zielmotiv schreibe ich mir auf. Also was möchte ich konkret vor Ort eigentlich fotografieren? Wie heißt es auch konkret? Weil ich natürlich schon wieder weiterdenke. Ich denke schon wieder, also quasi nach der Reise, weil die Tabelle, die ich mir sozusagen aufstelle einmalig, ist zwar viel Arbeit am Anfang, aber die nehme ich nachher quasi einfach nur in Anführungsstrichen und kann sie eins zu eins quasi auf mein Bildband ummünzen. Das heißt, ich kann einfach alle Spots durchgehen von A nach B und kann mir sozusagen auch schon den Bildband so zurecht basteln, wie ich ihn quasi in der eigentlichen Reiseplanung auch schon im Kopf quasi habe. Das ist nachher ungeheuer einfach und also zeitsparend, weil man nachher einfach nur die Excel durchgehen muss und muss quasi nur sich die Bilder quasi zu der Location also zuordnen und kann sie dann quasi in den Bildband sozusagen einführen. Natürlich ist die Erarbeitung eines Bildbandes im Nachhinein immer noch sehr, sehr viel Aufwand, aber durch diese Tabelle, sage ich mal, habe ich halt wesentlich weniger Zeitaufwand. Dann geht es weiter mit dem Link zum Foto. Ich mache also immer nochmal so einen Link zu Fotos, die ich mir quasi aus dem Netz einfach rausziehe, die mir halt besonders gut gefallen, damit ich einfach vor Ort nochmal raufklicken kann und kann nochmal ganz konkret gucken, ah, okay, Mensch, was möchte ich eigentlich machen? Möchte ich es vielleicht genauso machen wie der oder die Fotografin, die es fotografiert hat? Oder möchte ich vielleicht das ein bisschen anders gestalten, an den Vordergrund vielleicht nehmen, whatever. Dann habe ich einmal den nächsten Reiter quasi, ist die Entfernung zu meiner Unterkunft. Und auf der Färöerinsel ist es relativ einfach gewesen. Ich habe alle Sterne für mich abgefahren. Ich hatte also eine Unterkunft, wollte nicht permanent hin und her wechseln. Auf Island hatte ich mehrere Unterkünfte, 3 Stück insgesamt, um die Ringstraße, südliche Ringstraße quasi abzufahren. Im Nachhinein würde ich aber auch sagen, würde ich ein bisschen anders machen jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Aber ich versuche natürlich auch, die Zeit zu sparen, in der ich quasi von Hotel A oder von Unterkunft A nach B fahren müsste. Weil meistens geht da ja auch ein Tag flöten, wenn man das so bedenkt. Man muss irgendwo auschecken um 10, um 3 kommt man vielleicht irgendwo anders wieder erst rein. Die Zeit will ich ja zum Fotografieren nutzen. Dann kommt das Ausgelade aus dem Auto, das Eingepacke in den Schrank dann vor Ort und wie auch immer sich hier neu finden. Das ist alles ein ziemlich großer Zeitfresser, wie ich finde. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden, halt möglichst viele, sag ich mal, einzelne Unterkünfte zu buchen. Dann natürlich auch die Fahrzeit. Also wie lange fahre ich jetzt in dem Auto laut Google Maps von meiner Unterkunft zu der Location hin? Ja, und was kann ich auf dem Weg vielleicht sogar schon mitnehmen? Das ist dann nachher aber schon im Detail nachher schon quasi im Endstadium. Also ich plane es erstmal grob und dann gucke ich nachher, okay, wenn ich jetzt die Strecke A nach B fahre, was kommt da auf meiner Strecke? Kann ich das vielleicht sogar schon mitnehmen, wenn ich da bin, um einfach dann auch wieder vor Ort Zeit zu sparen oder um vielleicht erstmal Scouting zu betreiben? Das heißt, wenn ich vor Ort bin und Wetter ist gerade nicht so gut, weil ich mir vielleicht einen Sonnenaufgang vielleicht vorstelle oder einen Sonnenuntergang, dann kann ich erstmal zumindest scouten gehen und kann sagen, okay, sieht cool aus hier, hier komme ich morgen nochmal, weil ich ja morgen diesen Spot fotografieren wollte, nochmal her und dann kann ich mich da und da hinstellen, habe quasi auch schon wieder Zeit gespart. Dann schreibe ich mir auf die beste Tageszeit. Also lieber am Morgen. Wasserfälle ist meistens immer egal, weil die da ist nicht wichtig, sage ich mal, unbedingt, ob man jetzt Sonne hat oder ob es da ein bisschen regnet. Das ist eigentlich, sage ich mal, egal. Das nächste wäre dann quasi die Ausrüstung. Also mit was will ich konkret fotografieren? Dann schreibe ich mir auf, okay, Weitwinkel, eher ein Telezoom, Brennweitenbereich schreibe ich mir dazu auf. Dann die Einstufung der Location schreibe ich mir dazu, also leicht, mittel, schwer. Das Witzige ist, bei den Färöerinseln habe ich ganz, ganz viel leicht geschrieben, wenn ich das jetzt mal so sehe auf meiner Tabelle, ist aber auch nicht leicht. Also Olli weiß es, glaube ich, weil der war schon auf den Färöerinseln. Das ist halt super anstrengend gewesen und super heftig gewesen. Also wenn ihr die Videos noch nicht kennt von den Färöerinseln, schaut da gerne rein. Es war heftig. Also ich bin da echt an meine Grenzen körperlich und auch mental echt gekommen dieses Jahr. War aber trotzdem eine coole Erfahrung. Würde ich, glaube ich, alles genauso wieder machen, jetzt im Nachhinein. Aber ich habe immer noch 2 blaue große Zehen. Ist kein Witz, weil durch die Wanderung habe ich mir so die Zehen kaputt gemacht tatsächlich. Also ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Es war echt heftig. Aber egal, anderes Thema.
Dann schreibe ich mir auf, ist es must be, also ist diese Location, will ich die auf dieser Fotoreise auf jeden Fall machen, weil sie auf jeden Fall in mein Bildband kommen soll. Dann mache ich einfach ein Kreuz, must be, ja, nein, wie auch immer. Und dann priorisiere ich nochmal diese Locations. Also es kann ja auch sein, ich hätte auf den Färöerinseln zum Beispiel 2 Tage lang richtig heftigen Regen. Also ich konnte nicht rausgehen, weil es hätte keinen Sinn gemacht. Tagsüber hat es nur geregnet. Also wirklich von morgens bis abends hat es durchgängig geregnet. Das heißt, man muss ein bisschen Puffer auch einplanen. Also ich hätte jetzt auf dieser Reise zum Beispiel 35 Spots in 6 Tagen. Davon nochmal einen halben Tag jeweils Abreise. Also hatte ich ungefähr 5 Tage für 35 reale Fotospots, die man erwandern muss, die man schaffen muss und wo man hin will. Ich habe sie auch alle geschafft tatsächlich, davon abgesehen. Genau, aber das ist so das, also worauf ich achten würde. Also dann priorisieren quasi, okay, muss ich jetzt unbedingt machen, da muss ich jetzt hin, dafür muss dann Spot, keine Ahnung, 33 muss rausfallen, weil der meine Prio-Liste nicht ganz so wichtig ist quasi. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen verstehen, mein Gedankenmodell. Dann schreibe ich mir auf die Uhrzeit. Wann ist blaue Stunde? Wann ist die goldene Stunde? Ja, auf den Färöerinseln war es ganz angenehm, weil da die Zeiten einfach ein bisschen länger waren. Auf den Lofoten war es auch, gab es eine ewig lange blaue Stunde, eine ewig lange goldene Stunde, war natürlich perfekt. Ist nicht so wie bei uns jetzt hier, wo man hingeht und dann hat man vielleicht 20 Minuten Zeit und kann in der blauen Stunde fotografieren, dann ist das beste Licht quasi weg. Das ist das Schöne an diesen nordischen Ländern immer, finde ich. Man hat einfach ein bisschen mehr Zeit, um in Ruhe auch zu fotografieren. Sonnenuntergang schreibe ich mir natürlich auf, Sonnenaufgang schreibe ich mir auf, und dann, wann ich es machen möchte, das Datum konkret dazu. Und dazu packe ich mir einfach in die Excel-Tabelle immer noch mal ein Referenzfoto, dass ich halt konkret weiß, okay, so ist mein Spot. Ah ja, weißt du noch, okay, weil wenn ich mir den Spot nur aufschreibe und ich jetzt hier schreibe Gasa La Dua und ich war da vorher noch nie und schreibe mir daneben Dranganyi und Treljanipa und Trollekonfigur, dann weiß ich nicht vor Ort nachher, wie das jetzt nochmal konkret ausgesehen hat. Also ich kann mir das natürlich zum Nachhinein alles vorstellen, weil ich jetzt da war, aber für die eigentliche Planung und wenn ich vor Ort bin, dann nützen die Namen relativ wenig, sondern ich will ja ein Foto machen, was ich vielleicht irgendwo gesehen habe, was ich gut finde oder was ich eh nicht quasi nachmachen will. Deswegen würde ich mir mal aufschreiben, okay, also dazu notieren das Foto quasi. Genau, das ist so mal die Planung, die ich per Excel mache. Ganz, ganz einfach, richtig oldschool Excel. Das kannst du erweitern später, wenn du das möchtest. Du kannst das auch so übernehmen, wenn du das möchtest. Also das hat sich für mich jetzt bisher sehr gut, sage ich mal, im Doings quasi machbar gemacht. Ne? Also wisst ihr, was ich meine? Von daher, ja, war das für mich bisher so die beste quasi Planung für mich persönlich. Das Ganze mache ich nochmal nach Farben dann quasi. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also ich plane ja meine Tage quasi einmal dann durch. Und wenn ich jetzt hier mal wieder auf die Färöerinsel zurückkomme, da habe ich ja verschiedene Inseln, die ich besuchen möchte. Und es war natürlich geplant, jede Insel an einem Tag zu machen, aber einige Inseln sind natürlich größer. Das heißt, ich brauche längere Fahrzeiten. Einige Inseln sind halt eben kleiner. Und hinzu kommt auf den Färöerinseln, dass man halt pro Tunneldurchfahrt auch immer noch richtig viel Kohle bezahlen muss. Also man muss immer noch die Tunnelgebühren bezahlen. Von daher muss man immer so ein bisschen schauen, ob sich das jetzt quasi auch lohnt, da jetzt durchzufahren oder ob man jetzt sogar das Geld spart und den Spot vielleicht, wenn man einen Spot vielleicht verbindet oder ähnliches. Also das kam auch noch dazu, hat sich im Nachhinein aber als okay ist für mich, sage ich mal, herausgestellt. Also die Tunnelgebühren waren nicht doch, hätte auch nicht ganz so groß, wie ich nachher dachte. Wobei es trotzdem teuer ist. Also ich glaube, pro Durchfahrt, glaube ich, 13,50 € oder so. Also es war schon heftig. Genau. Olli, genau, anstrengend. Schlimmer finde ich die Höhe, genau. Das war bei der Dranganyi-Wanderung zum Beispiel so. Das war wirklich extrem, weil ich auch jemand bin, der schon starke Höhenangst hat, tatsächlich. Aber ich bin da so ein bisschen reingerutscht in die ganze Materie. Ich habe mir ja diesen Hike vorher quasi auch gebucht. Man kann also zum Dranganyi nicht selber hinlaufen. Also könnte man schon, aber darf man nicht, ist strafbar tatsächlich. Und da ging es halt auch immer nur runter. Also, keine Ahnung, 150 Meter rechts runter und dann wäre es das gewesen. Also, keine Ahnung. Also, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich auch schon wieder ein bisschen Angst. Aber es war cool. Hat Spaß gemacht. Jean-Marc, wie viele Monate planst du vor der Reise? Also, sobald ich quasi eine Destination habe, wo ich unbedingt hin möchte, geht es bei mir eigentlich immer erstmal in die Grobplanung rein. Das heißt, ich schaue erstmal, was kann ich auch konkret aus dieser Location einfach rauspressen, so muss ich es einfach sagen. Also es nützt jetzt nichts, dass ich jetzt nach Usedom fahren würde, sage ich jetzt mal, ne? Und weiß, da habe ich vielleicht nur ein oder zwei Spots, die ich quasi fotografieren kann. Daraus könnte ich jetzt kein Bildband machen. Also die eigentliche Intention ist nicht unbedingt immer die Reise an sich, sondern ich möchte halt einen Mehrwert schaffen. Das ist der Mehrwert des Bildbandes für euch quasi. Und deswegen muss es eine Location auch natürlich sein, die auch das hergibt, dass ich ein Bildband damit füllen kann. Weil es nützt halt nichts, dass ich halt 80 Mal den Leuchtturm irgendwie fotografiere,
aus drei verschiedenen Richtungen. Das interessiert halt keinen, sondern ich muss ja irgendwie ein großes Maß an Locations haben, die ich nachher in den Bildband reinpacken kann. Also danach würde ich erstmal gehen. Und meistens dauert das so 3 bis 4 Monate vorher, 5 Monate vorher, größere Reisen auf jeden Fall, ja, würde ich jetzt behaupten. Und die Feinplanung nachher, also wenn ich halt weiß, ich habe jetzt mindestens, keine Ahnung, 10 Locations, die ich besuchen kann, und das würde jetzt das Bildband quasi vielleicht schon halb füllen oder voll füllen, je nachdem, dann würde ich in die detaillierte Planung reingehen und würde mir auch abseits dieser ganzen Standards an Spots, die es quasi gibt, dann Gedanken machen. Und da kann ich halt empfehlen, wenn ihr bei Google unterwegs seid, bei Google Maps, dass ihr da einfach dann auch mal konkret schaut im Umkreis. Also ihr habt vielleicht einen Hauptspot und oftmals sind ja bei diesen Google Maps Geschichten auch immer so kleine Kamerasymbole. Das heißt, da haben schon mal Leute fotografiert und oftmals sind es auch Spots, die gar nicht so bekannt sind, aber die trotzdem cool aussehen. Also das kann ich auch mal empfehlen. Also ruhig die Karte immer so abscannen tatsächlich, mal reinzoomen, ein bisschen rauszoomen und dann seht ihr auch woanders, dass es woanders Spots quasi gibt oder ein Viewpoint, den ihr auch mitnehmen könnt und wo ihr vielleicht auch noch ein cooles Foto rausholen könnt. Also das ist nachher die ganze Planung und das ist halt der Aufwand, der meiste Aufwand, den man auch bei so einer Reise tatsächlich hat und natürlich im Nachhinein das Bildband, habe ich schon gesagt, nachher zu erstellen. Dranheim, hallo, ich grüße dich auch, schön, dass du da bist. Genau, ich habe gerade schon gesagt, nochmal vielleicht als Wiederholung für alle, die jetzt dabei sind, wenn ihr die Präsentation, die ich euch nicht zeigen kann, haben wollt, dann schickt mir gerne eine E-Mail an moin@mike-herfurt.de oder tragt euch für den Newsletter ein, den blende ich hier nochmal ein, wo ihr euch eintragen könnt. Dann schicke ich das gerne raus. Ich sehe dann quasi, wer sich heute eingetragen hat und wird den Leuten den dann quasi zuschicken, also die Präsentation. Genau. Das erstmal zu der eigentlichen Location-Hauptplanungsgeschichte. Also so mache ich es. Ihr könnt da mal reinschreiben, wie ihr euer Location vielleicht plant, womit ihr es vielleicht plant. Macht ihr es auch ganz klassisch nur über Google oder wo holt ihr euch Inspiration vielleicht her? Könnt ihr mal sagen, was eure Inspiration für eine Fotoreise vielleicht quasi wäre? Könnt ihr es ja mal in den Chat reinschreiben. Dann kann ich da nämlich ein bisschen drauf eingehen. Genau, ich mache schon mal den nächsten Punkt weiter. Ihr schreibt fleißig in den Chat rein. Und zwar, der nächste Punkt wäre bei mir jetzt zum Beispiel der Vorteil dieser Planung, die ich mache. Also das ist quasi die Grundlage für alles, was ich machen muss nachher. Also ich gucke dann auch ganz konkret, dass ich vielleicht jetzt wie bei den Färöerinseln ziemlich mittig auch bin, dass ich halt nicht in eine Richtung irgendwie 3 Stunden fahren muss und in die andere Richtung vielleicht nur 1 Stunde oder sowas, sondern ich versuche halt schon natürlich möglichst wenig Fahrzeit gepaart mit möglichst vielen Fotospots zu verbinden. Manchmal geht das natürlich nicht, manchmal fährt man Ewigkeiten, um einen gewissen Fotospot zu erhaschen oder zu sehen. Aber in der Regel habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, selbst auf Island oder auf den Lofoten war das bisher alles nachher doch gar nicht so tragisch. Also man plant immer ganz, ganz viel Puffer mit ein, aber eigentlich braucht man den nachher doch nicht. Man hat nachher schon dann noch Zeiten, um zu sagen, okay, auf der eigentlichen Fotoreise habe ich auch Zeit zum Durchschnaufen. Also ich bin nicht jemand, der jetzt vor Ort von A nach B hetzt ohne Ende, sondern ich habe vor Ort schon immer genügend Zeit, auch das Ganze auf mich wirken zu lassen und für mich auch mal runterzukommen und eben nicht zu fotografieren, sondern mich hinzusetzen mit einem Kaffee oder mit einem Bierchen, um mir das mal ohne Kamera quasi auch zu Gemüte zu ziehen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Genau, also was hat das eigentlich jetzt für einen Vorteil, die Location-Planung? Ganz klar, ich habe einfach 2 große Vorteile. Ich habe A, weniger Gepäck, weil ich ganz konkret weiß, ich brauche heute nur, das Tamron 28 bis 200, weil ich halt nur im Zoom arbeiten werde und einen Weitwinkel, ne, zum Beispiel, und die Drohne nicht, weil ich da vielleicht gar nicht fliegen darf, das würde ich vorher auch noch klären. Oder halt, ich brauche halt ganz, ganz viel Sachen, weil ich muss alles machen. Ich will halt Drohnenaufnahmen machen, ich will brauche das Telezoom sicherheitshalber, ich brauche eine Festbrennweite vielleicht noch, wobei ich die fast nie nutze tatsächlich auf Fotoreisen. Also wisst ihr, wie ich meine? Also diese Planung hat natürlich viel weitere Vorteile. Also ihr habt die Locations geplant, aber ihr wisst auch ganz konkret, ich muss halt gar nicht so viel mitnehmen, weil das brauche ich sehr wahrscheinlich gar nicht. Und ich weiß, wenn man anfängt mit so eigenen Fotoreisen oder mit eigenen Spots, die man besuchen geht, meistens schleppt man ja auch alles mit. Man nimmt alles mit, weil man denkt, naja, heute brauche ich auf jeden Fall doch nochmal den ND-1000er auf jeden Fall oder ich brauche doch nochmal heute auf jeden Fall das schwerere Stativ. Ja, also das kann man sich mit einer guten Location-Planung, nicht nur mit einer Reiseplanung, mit einer Location-Planung auch tatsächlich ganz gut ersparen und kann einfach den Rücken ein bisschen schonen. Jean-Marc schreibt, ich schaue mal auf der Webseite der Touristeninformationen vorbei. Genau, das ist auch nochmal ein guter Tipp. Also das mache ich tatsächlich auch.
oftmals haben die halt schon sehr gute Fotos auch von ortsansässigen Fotografen in ihrem Portfolio drin und da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen Inspiration abholen. Gar keine Frage, genau, nochmal ein sehr guter Tipp auf jeden Fall, danke. Genau. Und als dritten Punkt vielleicht nochmal, das abzuschließen, habe ich natürlich auch, sage ich mal, den Fokus viel mehr auf das Wichtigste. Also man ist ja auch aufgeregt, man fliegt vielleicht irgendwo hin, man hat vielleicht Probleme beim Gepäck, beim Check-in oder sowas, ja, wenn man im Hotel ist oder in so einer Unterkunft. Man muss sich ein bisschen einrichten, man muss vielleicht selbst noch ein bisschen einkaufen gehen, man muss gucken, wo der nächste Supermarkt ist oder der nächste Kaufmannsladen, wo man ein bisschen was zu essen bekommt und zu trinken. Also das sind ja auch alles Dinge, die man ein bisschen mit einkalkulieren muss. Aber wenn ich auf, persönlich jetzt, wenn ich auf einer Fotoreise bin, bin ich ein sehr, sehr, sehr sparsamer Mensch. Ich brauche wirklich ganz wenig nur. Aber für mich ist es wichtig, dass ich ein gutes Bett habe. Das ist einfach so. Also ich habe keinen Bock, in so einer abgegammelten Bruchbude rumzuhängen und mache den ganzen Tag irgendwie 12 Stunden Wanderung oder sowas und bin nachher todmüde abends und will pennen gehen und am besten noch in so einem Hostel oder sowas. Sowas mache ich nicht. Also das habe ich am Anfang gemacht, als ich angefangen mit der Fotografie oftmals, um günstig zu reisen auch irgendwie ein Stück weit. Aber mittlerweile ist mir das auf meiner Prio-Liste halt schon ganz oben, dass ich halt eine vernünftige Unterkunft habe, eine saubere Unterkunft habe, in der ich mich persönlich auch einfach wohlfühle und abends nach Hause komme und meine Ruhe habe und vielleicht nochmal einen Film gucken kann oder so, ja, und dann mir was Leckeres zu essen machen kann. Genau. Das einmal zu der Location-Planung. Wir kommen mal zum Thema Datensicherung, weil das ist auch, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig. Ich werde ganz oft gefragt, wie ich dann meine Daten sichere, also auf einer Fotoreise. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt hunderte Möglichkeiten, seine Daten zu sichern. Jeder macht das so ein bisschen anders, glaube ich. Von daher sage ich mal, wie ich es machen würde, wie ich es quasi auch betreibe, ganz, ganz einfach. Auf Fotoreisen ist es so, ich habe mindestens, ich würde das behaupten, 15 oder 20 Speicherkarten mit. Davon sind einige Speicherkarten TAF-Speicherkarten. Die kann ich jetzt hier nicht rausmachen, weil die habe ich gerade in der Kamera drin. Oder wartet mal, ich zeige euch das vielleicht mal hier. Wenn ich hier noch eine drin habe. Ja, genau. Also ich nutze zum Beispiel. Nee, das ist jetzt keine TAF-Speicherkarte tatsächlich. Das auch nicht. Nee, habe ich jetzt nicht hier. Also das sind Sony TAF-Speicherkarten, die sind besonders schnell im Schreiben. Und die nutze ich hauptsächlich, wenn ich Videos drehe, weil ich keinen Bock habe, dass meine Speicherkarte Ewigkeiten rödelt, wenn ich halt ein Video aufnehme, jetzt in 4K beispielsweise. Und wenn ich dabei bin, Serienaufnahmen zu machen, da achte ich darauf, dass ich TAF-Speicherkarten dabei habe, speziell für Sony. Muss ich mal googeln. TOUGH. TAF-Speicherkarten sind ein bisschen teurer, sind aber auch super schnell und super robust. Und die würde ich empfehlen, wenn ihr jetzt vielleicht Sony, sage ich mal, Nutzer seid, Sony A7 III, Sony A7 IV Nutzer, dann würde ich mir, glaube ich, so eine TAF-Speicherkarten kaufen. Ansonsten habe ich hier einmal von Gigastore, kann ich euch mal zeigen, wenn er jetzt hier scharf stellt. Seht ihr schon, ganz einfache Gigastore. Da gibt es, glaube ich, noch Kensington-Speicherkarten, Sandisk-Speicherkarten, völlig egal. Und die habe ich im Laufe der Jahre immer mal wieder ein paar dazu gekauft, wenn sie im Angebot waren, Black Friday beispielsweise oder zu Weihnachten mir ein paar gewünscht, einfach um die auf Halde zu haben, weil vor Ort lösche ich diese Karte natürlich niemals. Also ich ziehe sie mir nicht auf den Rechner drauf und mache die Karte leer, weil wenn der Rechner wegkommt auf der Reise oder auf dem Rückflug, habe ich ein großes Problem. Ich habe viel Geld ausgegeben und habe keine Fotos und das will ich natürlich nicht. Deswegen, also ganz, ganz viele Speicherkarten kaufen, ob jetzt 64 Gigabyte oder 128 ist völlig egal. Persönlich habe ich die beste Erfahrung gemacht mit den 64er, weil die ein bisschen schneller von der Schreibgeschwindigkeit her sind. Das habe ich im Doing quasi so ein bisschen gemerkt. Also das nutze ich quasi erstmal für den Tag sozusagen. Wenn ich dann zurückkomme von dem Tag, mache ich das Erste, was ich mache, ist was trinken, was essen. Das ist ganz wichtig. Und dann habe ich mein erstes System, was ich jetzt hier habe, ist einmal, zeige ich euch mal, ist einmal von Sandisk G-Drive, nennt sich das Ganze. Ist eine sehr robuste, große Speicherplatte, könnt ihr schon sehen. Ich glaube, 5 Terabyte sind, ich muss das lügen, 5 oder 4 Terabyte sind hier drauf. Da ziehe ich alles rüber. Und das natürlich auch geordnet nach erstens Fotos, Rohdaten, finale Daten, Videos, Videos Gimbal, Videos Drohne, Fotos Drohne. Also ich habe da schon ein Ordnersystem dahinter, was ich auch immer wieder dann brauche. Immer mit den Rohdaten logischerweise und dann mit den finalen Daten, die ich dann nachher da reinschiebe, wenn ich quasi die Bilder oder Videos sozusagen bearbeitet habe. Und dann mache ich alle 2 Tage einmal ein Backup auf meinem Western Digital. Das ist einmal diese hier, zeige ich euch auch gerne mal. Backup 1 habe ich jetzt hier stehen. Hier sind jetzt, glaube ich, drauf, muss ich jetzt lügen. Was habe ich jetzt hier stehen? Ich glaube 2 Terabyte passen jetzt hier drauf. Und dann am Tag darauf mache ich ein
drittes Backup quasi auf meinem Backup 2. Ne? Backup 2, seht ihr hier, habe ich auch beschriftet, ganz einfach. Das heißt, ich habe sozusagen diese drei großen Speichermedien immer dabei, nehme ich halt quasi mit und habe die sozusagen gesichert. Und dann natürlich noch meine SD-Karten und die lösche ich ja nicht. Ne? Also die lösche ich dann, wenn ich nachher alles fertig habe, irgendwann mal nach einem halben Jahr, dann mache ich mir die leer und dann kann ich sie auch wieder quasi neu benutzen. Und was ich zukünftig machen werde, ist noch Folgendes. Ich werde das natürlich noch in die Cloud reinschieben, wenn ich nachher mein Synology NAS-System quasi fertig habe, fertig konfiguriert habe, dann mache ich das direkt online und schiebe auch da nochmal eine Sicherungskopie quasi online, wenn es der Netzzugang halt vor Ort hergibt, auch nochmal rein, damit ich da quasi auch nochmal auf Nummer sicher bin. Ja? Also das sind meine, ist mein Speichervorgang quasi. Also SD-Karten, externe Speichermedium 1, 2 und 3, Cloud-Speicher. Und dann ist man, glaube ich, auch auf der sicheren Seite. Also wenn dann noch was passieren sollte, ja mein Gott, dann kannst du auch nicht. Also klar kann der Fotorucksack auf der Rückreise auch irgendwie geklaut werden. Das steht außer Frage. Dann nützen dir auch nichts, wenn du fünf Speichermedien hast, wo du es gespeichert hast, dann ist der Rucksack halt leider weg. Deswegen ist dieses Cloud-System halt nochmal ganz wichtig für mich, dass ich halt sagen kann, okay, wenn das dieser Riesen-E-Fall, der hoffentlich nicht eintreten wird, wenn alles weg ist quasi aus meinem Handgepäck, dann habe ich ein Problem, aber ich habe zumindest meine Bilder immer noch zu Hause in der Cloud liegen. Also das wäre mir, oder meine Fotos und meine Videos, das wäre mir halt super wichtig. Genau. Das mal so für mich oder für euch mal als Information. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben in den Chat, wie ihr eure Daten quasi speichert. Ja, nur auf SD-Karten, auf externen Datenträgern, wenn ja, welche nutzt ihr? Schreibt es gerne mal in den Chat rein. Vielleicht habt ihr auch eine Empfehlung für alle anderen, die jetzt hier zuschauen. Vielleicht könnt ihr mal schreiben, wie ihr es quasi macht. Genau. Ansonsten, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck und dann kommen wir auch schon so langsam Richtung Ende. Also der Chat lebt auch davon, oder dass der Livestream, dass ihr Fragen stellt. Ne? Also traut euch gerne. Ihr müsst keine Angst haben, ich weiß nicht. Gerne eure Fragen in den Chat reinschreiben. Wenn ich nicht weg bin, ist es zu spät. Natürlich könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken, wenn ihr wollt. Einfach an moin@mike-herford.de. Dann kann ich die Fragen auch gerne im Nachhinein nochmal beantworten. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Datensicherung und dann auch zur Sortierung, weil ich kenne das Problem, man hat irgendwie auf einer Reise 3, 4, 5.000 Fotos gemacht, plus Videos, plus Selfies mit dem Handy, wie auch immer. Also selbst die Handybilder sortiere ich mir auf dem Handy ordentlich und ziehe sie mir dann quasi in das Speichermedium sozusagen rein. Genau, also dass ich da quasi auch auf Nummer sicher bin, weil oftmals sind Handyfotos ja doch auch wichtig, sage ich mal, in der weiteren Entwicklung. Ne? Olli, mach's gut, wir hören voneinander. Viel Spaß noch und einen schönen Freitag dir. Danke. Genau, also das vielleicht nochmal als Information. Und dann würde ich sozusagen auch losgehen und würde nachher, wenn ich die Bilder sozusagen bearbeite, also in der Postproduktion, dann würde ich so vorgehen, dass ich mir die Hauptbilder, die ich mir sozusagen herausziehe aus den Ordnern, die ich bearbeiten werde, nachher auch dann mit einem Sternesystem, mit einem Farbensystem auch in Lightroom quasi ordne. Was ich dann mache, ist, wenn ich jetzt Hauptbilder habe, die jetzt für ein Bildband zum Beispiel rein sollen, dann nehme ich jedes einzelne Bild von den 200 Bilder, die ich gemacht habe, die in das Bildband rein sollen und gehe damit in Photoshop rein. Das heißt, ich ziehe mir die Bilder in Photoshop rein und dann gehe ich nochmal ins Nachschärfen. Falls ihr da mal zu einem Video haben wollt, wie das konkret abläuft, wie man das am besten macht, wie man gestochene, scharfe Bilder auch nachher bekommt, wie man sich vielleicht auch fürs Web vorbereitet, für Instagram, für Social Media etc., dann schreibt es gerne mal in den Chat rein. Dann kann ich dazu gerne nochmal ein extra Video machen, wenn ihr wollt. Aber das ist mein Workflow, den ich quasi habe. Und bei Photoshop ist es so, da mache ich nochmal so ein paar Nuancen, manchmal sogar noch ein bisschen Kontrast rein, weil ich da einfach Farbprofile habe, die für den Druck nachher quasi wichtig sind. Also ich ziehe mir das Bild in Photoshop rein und dann habe ich nachher das Profil, das Druckprofil quasi schon drin für das Foto und kann nachher schon an meinem Rechner, also am Bildschirm hier quasi dann auch beurteilen, okay, ist das Bild jetzt, wie ich es jetzt hier quasi sehe, nachher auch so in dem Bildband nachher gedruckt auch drin. Das ist für mich halt entscheidend wichtig. Es ist bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders, weil ihr druckt wahrscheinlich nicht so viel oder halt vielleicht weniger, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, aber das würde ich halt quasi so machen. Genau, also Verschlagwortung, Sternesystem nutzen, Farbsystem nutzen, um einfach nachher die Sortierung nachher, wenn ihr das Bild mal schnell braucht, aufgrund, ihr es verschicken wollt oder keine Ahnung, drucken wollt, dann seid ihr einfach auch da wieder ein bisschen fixer bei der Sache und könnt einfach viel gezielter nach euren Fotos auch entsprechend suchen. Genau. Jean hat geschrieben, ich habe auch einen SSD-Speicher, dann Backup auf einen anderen Lackespeicher.
Lacey wahrscheinlich meinst du, ne? Lacey kenne ich. Okay, 5 Terabyte, genau. Also die Größe die Speichergröße ist auch mal gar nicht so entscheidend wichtig. Also es kommt ja auch darauf an, mit welchem System ihr quasi arbeitet. Wenn ihr jetzt irgendwie 60-Megapixel-Kamera habt, ja mein Gott, dann braucht ihr natürlich mehr Speicherplatz, ist logisch. Muss nicht drüber sprechen. Aber wenn ihr auch da nur vielleicht im JPEG-Format fotografiert, ist auch dann der Speicherplatz gar nicht so entscheidend wichtig. Lacey, genau. Oder Lassie, ne? Genau. Okay. Genau, was haben die anderen so für Speichersysteme? Also wo speichert ihr eure Bilder drauf? Auch SD-Karten ganz normal oder habt ihr eine besondere Empfehlung? Könnt ihr mal in den Chat uns reinschreiben, wenn ihr wollt. Ansonsten gehe ich mal noch in meine Tipps rein, in meine abschließenden Tipps, in meine 5 Tipps für die nächste Reise. Mein Workflow hat sich so ergeben und das muss ich auch für mich selbst so bestätigen. Also wenn ich jetzt eine Fotoreise mit euch jetzt machen würde, dann würde ich genauso wahrscheinlich vorgehen. Sehr wahrscheinlich noch viel detailreicher würde ich diese Reise quasi durchplanen. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass dieser Workflow, den ich jetzt hier mir quasi angeeignet habe, würde ich jetzt mal sagen, wirklich sehr, 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 sehr gut funktioniert. Also ich habe mit dieser Liste tatsächlich am Anfang sehr, sehr viel Aufwand. Das steht außer Frage, aber das ist halt bei einer Fotoreise einfach so. Aber wenn ihr im Tun seid nachher, dann ist diese Liste, die Liste bringt mich während des Fotografierens oder während der Tage immer runter, weil ich immer diese ausgedruckte Liste auch nochmal bei mir dann im Zimmer oder auf meiner Unterkunft liegen habe quasi und ich kann jeden Tag einen Haken dran machen. Und das ist so ein cooles Gefühl, wenn man einfach Tag für Tag alle Spots quasi so abhaken kann, wie man sie dann auch sich vielleicht geplant hat. Efte muss los, alles klar. Einen schönen Freitagabend hier noch. Andreas nutzt CF-Express-Karten von Lexar, genau, auch sehr gut. Lexar ist auch eine sehr, sehr gute Beständige Marke, würde ich jetzt auch sagen. Genau. Andreas hat zu Hause 2 Synology NAS und Amazon Cloud. Habe ich mich auch schon mit befasst mit Amazon Cloud, aber ich bin, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich bin da noch ein bisschen, naja, hab. nicht angstsüchtig. Nicht sagen, aber ich möchte meine Bilder nicht bei Amazon quasi denen die auch noch schenken. Tatsächlich. Aber okay, das ist natürlich auch Geschmackssache und Einstellungssache. Genau. Genau, also vielleicht nochmal meine abschließenden 5 Tipps für euch. Planung nach der Entfernung deiner Fotospots. Also, das heißt, schau einfach, wie viele Spots du besuchen willst und versuch dann dort auch logischerweise eine Unterkunft zu finden. Und plan das danach, nach diesem Reiseweg, weil auch das sind Kosten. Das heißt, wenn du jeden Tag irgendwo 2 Stunden hinfahren musst, sind das auch Spritkosten, Zeitkosten vor allem, die du einplanen musst. Also Zeit ist ja das wichtigste Gut quasi, was du auf deiner Fotoreise nachher brauchst oder nachher quasi auch hast. Nimm dir nicht zu viel vor. Ich weiß, das kann ich jetzt so pauschal sagen, mit 35 Spots in einer Fotoreise, aber ich weiß auch ganz konkret, was ich halt machen will vor Ort. Und ich muss auch zwischendurch einfach ein bisschen was ausblenden. Und bei mir ist es dann auch so, dass ich nicht zwischendurch permanent anhalte, sondern dass ich erstmal meine Spots quasi auch abfahre oder Scouting betreibe. Weil das ist das Fatale daran, wenn ihr eine Reise plant und nachher dann zwischendurch doch immer wieder anhaltet, um ein Foto zu machen, was euch aber vielleicht prioritätenmäßig nicht so wichtig ist, da kommt ihr ganz schnell in Schwierigkeiten. Das heißt, dann habt ihr nachher auch das Problem, dass ihr eure Location-Planung, die ihr vielleicht vorher gemacht habt am Rechner zu Hause, dass die euch nichts nützen wird, weil ihr permanent irgendwie anhaltet. Ich kann das vielleicht mal aus eigener Erfahrung erklären. Also vor vielen, vielen Jahren war ich mit meiner Frau damals auch in Irland unterwegs gewesen. Da war ich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen ja, naja, mit meinem Business der Fotografie, das gar nicht so richtig betrieben, eher noch als Hobby, sage ich mal, so ein bisschen nebenbei auch tatsächlich. Und wir haben mit dem Auto wirklich überall angehalten, als wir auf dem Weg zu einem der Hauptspots in Irland quasi waren. Und das Problem war einfach nachher, dass wir zu spät waren an dem Hauptspot, weil wir einfach zwischendurch zu oft angehalten haben. Natürlich ist das auch schöne Erinnerung gewesen und gar keine Frage, aber wenn man natürlich einen Spot im Auge hat, den man unbedingt besuchen möchte, dann muss man das tatsächlich ganz oft irgendwie ausblenden und kann sich halt nicht so sehr auf diese anderen Geschichten drumherum einfach einlassen, weil man sonst das Hauptmotiv näher aus den Augen verliert. Ja, das ist mir zumindest mal aufgefallen. Daniel, ich gehe auf deine Fragen gleich nochmal ein. Dranheim, ich speichere Daten auf Synology NAS, DS218, genau. Also ich habe mich schon so ein bisschen einbelesen mit dem NAS-System, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, tatsächlich das darauf umzusteigen. Aber ich weiß, dass es auch ein gutes System ist tatsächlich. Also ich bin noch nicht so richtig konform mit mir, welches System ich mir quasi kaufen werde, aber ich denke, dazu wird es auch noch mal eine Information hier auf meinem Kanal denn geben. Genau, Daniel, wie radikal sortiere ich nach einer Reise aus? Also wenn ich Ich sag mal so, eigentlich sortiere ich gar nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn ich andersrum,
Auf den Färöerinseln habe ich insgesamt 4500 Bilder gemacht. Alle Bilder habe ich immer noch. Ich habe die alle gespeichert in meinem alten Cloud-System noch. Ich habe davon keines gelöscht. Aber ich mache Folgendes. Ich lösche die Fotos, die komplett unscharf sind. Das sehe ich ja, wenn ich durchgehe mit Bridge. Also ich ziehe mir die erst in Adobe Bridge rein quasi, habe dann schon mal eine Vorschau und sehe auch, ob die Fotos wirklich scharf sind. Und wenn ich dabei Bilder habe, die komplett unscharf sind, dann nehme ich die raus. Ja, dann werden die sofort gelöscht. Weil das bringt nichts. Das ist so einfach nur Speicherfresser und die brauche ich halt auch nicht. Aber den Rest, in der Regel, den Rest behalte ich dann einfach auch. Und dann würde ich wahrscheinlich hergehen und würde sagen, okay, nach 5 oder 10 Jahren würde ich wahrscheinlich nochmal hergehen und würde nochmal eine komplette Urlaubswoche mir nehmen oder so, ja, und wird einfach aussortieren, radikal, und das aufheben, was ich wirklich brauche. Weil, wenn man ehrlich ist, was soll man mit so vielen Bildern in 5 oder 10 Jahren? Du guckst dir dann keine Rohdaten mehr sehr wahrscheinlich an, sondern hast dann nachher so eine Art Bibliothek angelegt, wo du deine besten Bilder sehr wahrscheinlich drin haben wirst. Genau. Speicherst du die PSD-Dateien? Also inwiefern meinst du das? Ich würde das unterscheiden. Ich würde, wenn ich jetzt fürs Web Fotos mache, dann speichere ich die ja nicht hochauflösend, dann speichere ich die quasi runter. Ich skaliere die ein bisschen runter, damit ich einfach weniger Speicherplatz verbrauche. Und wenn ich sie mir quasi aufs Handy ziehe oder mir aus der Cloud hole, wie auch immer, dann will ich ja nicht so viel Speicherplatz verbrauchen. So. Und das mache ich dann quasi, ich skaliere sie quasi runter. Wenn ich aber jetzt für den Druck wieder denke, und das ist bei mir hauptsächlich der Fall, also ich drucke ja ganz, ganz viel, dann würde ich sie ganz normal von PSD dann hochauflösend auch entsprechend dann speichern. Das Problem ist manchmal dabei, dass wenn du Belichtungsreihen zum Beispiel machst, das mache ich ja auch, oder wenn ich Panoramen habe, dann habe ich natürlich nicht nachher nur einmal 33 Megapixel, weil ich habe nachher, keine Ahnung, 128 weiß ich, wie viele tausende Pixel irgendwie, die natürlich auch entsprechend Speicherplatz fressen. Also da muss man so ein bisschen gucken. Aber meistens ist es auch so, wenn ich jetzt mir ein Panorama vornehme mit der Drohne oder mit der Kamera, dann habe ich meistens 1, 2 Panoramen und dann werden die auch ganz normal abgespeichert. Also die speichere ich dann über Photoshop quasi dann weg. Genau. Genau, also JPEG speichere ich nicht weg, mache ich nicht. Also ich habe, wenn dann nur die ganz normalen Rohdaten, die ich bearbeite, und dann werden die finalen Bilder sozusagen dann weggespeichert. So ist mein Workflow. Genau. Okay. Meine 5 Tipps waren noch nicht ganz fertig. Nimm dir nicht so viel vor, da bin ich, glaube ich, stehen geblieben vorhin. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, aber ihr müsst es ja nicht so exzessiv betreiben wie ich, sage ich mal. Und oftmals macht ihr sicherlich auch Fotoreisen einfach aus reinem Hobby, aus reiner Begeisterung für die Fotografie, dass ihr was erleben wollt. Vergesst neben der ganzen Fotografie vor allem auch nicht Zeit für euch selbst, dass ihr das genießen könnt. In meinen ersten Fotoreisen habe ich das komplett vergessen. Ich war nur irgendwie im Tunnel und habe irgendwie alles um mich herum gar nicht so richtig wahrgenommen. Und oftmals sind das kleine Dinge, die einem die Fotoreise tatsächlich auch so besonders machen. Also da auf jeden Fall drauf achten und da sich Zeit für nehmen, mein Tipp. Wenn ihr ein perfektes Foto am Tag habt von einem Spot, dann ist alles Roger. Ihr könnt die tollsten Spot könnt ihr in tausendfacher anderer Einstellung fotografieren, aber wenn ihr sagt, eins ist dabei, was euch besonders gut gefällt, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann passt es soweit. Da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Das ist so. Und vor allem fragt Einheimische nach Spots. Das ist ganz wichtig. Also das mache ich auch immer. Ich suche mir, wenn ich auf Fotoreise bin, Fotografen raus, die vor Ort quasi wohnen, und die schreibe ich auch mal an. Und frage ganz konkret, okay, ich bin Landschaftsfotograf, kannst du mir einen Tipp geben oder bietest du vielleicht selber Touren an? Warum soll ich nicht selbst auch eine Tour buchen irgendwo bei jemandem, der sich auskennt? Wäre ja schön dumm, wenn er es nicht machen würde. Und wenn der halt 150 Euro für den Tag nimmt, aber ich fahre halt an 3 richtig geilen Spots, die ich vielleicht gar nicht kenne, ja, was will ich mehr? Also deswegen sage ich immer wieder, die das wissen vor Ort, wie es aussieht, also wie ich jetzt hier zum Beispiel in Warnemünde, wenn ihr jetzt zu mir kommen wollen würdet und sagt, okay, ich möchte Warnemünde kennen, dann bucht mich halt, weil ihr könnt ja gar nicht kompakter und besser, sage ich mal, einen Einheimischen haben, durch das erklärt, als wenn ihr alles selbst ablaufen müsstet. Das ist ja, ist einfach nochmal so. Also da würde ich auch ganz einfach, würde ich Zeit gegen Geld einfach ein, oder Geld gegen Zeit einfach eintauschen. Ne? Also ich gebe dem quasi mein Geld und habe dafür aber einfach die Zeitersparnis und habe nachher das Ergebnis, was ich mir auch wünsche. Und vor allem natürlich, bringt euch nicht in Gefahr und vor allem respektiert die Natur. Ich kann schon so viel sagen, die Färöerinseln sind ein touristenunfreundliches Land. Nicht sie selbst sind nicht unfreundlich, aber sie sind touristenunfreundlich. Das erkennt man daran, dass jeder Hike tatsächlich sehr viel Geld kostet. Ich kann mal einen Abriss geben. Die Wanderung zum Drangarnir kostet 75 Euro.
Die Wanderung zum Trail La Nipa, auch zu den Videos, die ihr schon hier bei YouTube euch anschauen könnt, kostet 28 Euro. Jetzt kann man drüber streiten. Also ich habe ganz, ganz viel vorher mich auch belesen damit, habe viele viele Kommentare auch gelesen zu den ganzen Spots. Und manchmal denke ich mir so, okay, ich kann das verstehen. Aber tatsächlich, wenn ich irgendwo hinreise, mache ich mir ja nicht nur Gedanken darum, ob jetzt ein Fotospot irgendwie Geld kostet, sondern ich weiß ja, wenn ich auf Fotoreise bin, muss ich halt für diese Dinge einfach Geld ausgeben. Und einige Länder sind einfach nur mal teurer als jetzt hier vielleicht Deutschland, wobei wir auch nicht günstig sind, das will ich damit nicht sagen. Aber die Färöerinseln sind dabei, zu einem touristischen Gebiet sich zu erschließen. Die sind noch dabei, die haben das noch gar nicht komplett gemacht, weil einfach so viele Spots so schwer zu erreichen sind. Und deswegen bin ich gerne bereit, dafür Geld auszugeben, wenn jemand dabei ist, der sich auskennt und der mich dann dahin führt und auf ihr zurückführt und ich weiß, ich kann abends wieder, bin abends heile in meiner Unterkunft. Ja, also das muss ich dazu sagen. Das ist vielleicht ein bisschen anders. Ne? Das kann man nicht vergleichen, wie wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, ins Elbsandsteingebirge fahre oder sowas. Da kann ich alles selbst sehr wahrscheinlich erschließen und brauche jetzt nicht unbedingt einen Guide oder sowas. Aber da würde ich schon sagen, es ist gerechtfertigt, dass die auch dafür Geld nehmen. Wie viel das natürlich nachher ist, darüber lässt sich immer streiten. Für den einen Menschen sind 70 Euro zu viel, für den anderen ist es noch okay. Also von daher muss man das ein bisschen immer, ne? Also gibt es ein Für und Wider. Andreas hat noch geschrieben, ich speichere TIFF mit allen Ebenen und JPEG, wobei die JPEG nur auf dem PC gespeichert sind. Die TIFFs gehen häufig aufs NAS wahrscheinlich, oder gehen aufs NAS, ne? Genau. Okay. Genau, und der letzte Punkt natürlich, bringt euch selbst nicht in Gefahr und respektiert die Natur. Habe ich erlebt selbst, auch könnt ihr im letzten Video auch wieder nachschauen, am Kalur Lighthouse, da gibt es zwei sehr, sehr ganz schmale Passagen tatsächlich, die man gehen kann. Und ich bin eine Passage gegangen, die andere nicht, die man auch hätte gehen können. Ich habe es nicht gemacht, weil es da einfach mehrere hundert Meter runter geht und ich wollte einfach nicht sterben. Sagen wir es mal so. Also geht nicht an eure Grenzen für irgendein bescheuertes Foto, ist einfach so. Weil was nützt es euch, wenn ihr das Foto habt und nachher tot seid, auf Deutsch gesagt. Also es bringt gar nichts. Deswegen Natur respektieren, nicht auf irgendwelchen komischen Pfaden rumlaufen, die keine Pfade sind. Und euren Müll gefälligst bitte wieder mit. Das muss ich euch, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Aber ich sehe ganz oft Menschen, die da einfach hinkommen als Touristen und ist nicht cool tatsächlich. Also wenn ihr was Gutes erlassen wollt als Landschaftsfotograf und wollt die Szene so ein bisschen aufrechterhalten, dann nehmt gerne euren Müll mit und sogar den Müll von anderen Leuten, wenn ihr was seht, mache ich auch immer. Also dann hinterlasst ihr auf jeden Fall nichts weiter als nur vielleicht einen Fußabdruck. Ja? Genau, so ihr Lieben, also ich bin einfach erstmal jetzt mit meiner kleinen Präsentation am Ende. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, habe ich jetzt noch ja, 3-4 Minuten für euch und ansonsten würde ich euch ins Wochenende entlassen. Ich hoffe, es waren ein paar Dinge dabei, die euch jetzt auch weitergeholfen haben für eure eigene Fotografie, für die eigene Planung. Ich wiederhole es gerne nochmal, wenn ihr auch sehen wollt, wie die Location-Planung quasi bei mir funktioniert, wie ich sie mache, dann schicke ich euch gerne die ganze Präsentation auch nochmal zu. Die könnt ihr gerne verwenden und könnt ihr euch gerne nochmal zu Hause in Ruhe anschauen. Da habt ihr nochmal alle Punkte quasi ganz kurz aufgedröselt von dem Livestream heute. Dazu brauche ich aber eure E-Mail-Adresse an moin@mike-herfurt.de oder tragt euch am besten gleich für den Newsletter ein auf meiner Webseite. Habe ich hier einmal im Dauerschleifen durchlaufen lassen, habt ihr vielleicht schon gesehen. Da gerne mal kostenfrei eintragen. Da bekommt ihr auch sowieso alle News dann quasi zugeschickt über neue Videos, über neue Bildbände, über neue Kalender, über Reiseführer etc. etc. Wenn noch keine Fragen kommen, nochmal ganz kurz vielleicht, wie mein Jahr jetzt noch enden wird. Demnächst kommen noch die letzten Färöer-Videos raus. Dann kommen noch einige Bornholm-Videos raus. Bornholm hat mich wirklich mega überrascht, war richtig cool dort. Viele Bornholm-Bilder kommen auf jeden Fall noch raus. Dann ist der Färöer-Bildband jetzt bald in dem eigentlichen Druck drin. Ist jetzt quasi in der zweiten Korrekturschleife drin. Dann werden noch so die Details angepasst. Und ich gehe davon aus, dass alles klappen sollte, dass die Bildbände vor Weihnachten dann auch an alle Besteller, Bestellerinnen auch da sind. Lofoten könnt ihr noch bestellen, sind noch Bildbänder genügend da, könnt ihr also euch gerne ein Exemplar auch sichern, vielleicht zu Weihnachten, je nachdem. Es gibt noch ein paar Handvoll Kalender von Warnemünde und den Fotoreiseführer gibt es natürlich auch noch. Da auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Falls ihr jetzt mal vielleicht nach Warnemünde kommen wollt, falls ihr mal nach Rostock kommen wollt und hier mal eine Fotospot mit mir besuchen wollt, dann schaut auch da gerne auf meiner Webseite vorbei unter mike-herfurt.de. Da könnt ihr gerne ein Einzelcoaching buchen oder halt auch noch ein Workshop als Gruppe quasi. Da gibt es dieses Jahr noch einen Termin, den ich noch habe. Der ist im Dezember, müsst ihr mal schauen. Ich glaube, am 11. Dezember bin ich jetzt der Meinung. Also in 4 Wochen, glaube ich, ist der letzte Termin. Da gibt es noch ein paar freie Plätze. Ansonsten dann, glaube ich, wieder ab, ich glaube, Februar oder März dann die nächsten Termine.
Genau, das war erstmal so der Abriss von mir. Nächstes Jahr geht es auf die Isle of Skye, also nach Schottland und ins Hochland. Da freue ich mich schon sehr drauf im Frühjahr. Und dazu wird es auch wieder die nächsten Bildband quasi geben. Und wenn ihr mir auf Instagram schon folgt, dann wisst ihr das sicherlich auch schon. Genau, also ich merke schon, ihr habt ein bisschen Angst, Fragen zu stellen. Wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, ich warte jetzt noch mal 1-2 Minuten und trinke noch mal ein Schlückchen dazu. Also jetzt gerne noch Fragen stellen. Ansonsten habe ich schon gesagt, hoffe ich, dass ein paar Sachen dabei waren, die euch heute auch weitergeholfen haben. Natürlich kann man in so einer Stunde nicht so viel detailreicher eingehen. Deswegen kann ich immer empfehlen, wenn ihr Fotografen bei euch vor Ort habt, in eurem Ort, die Workshops anbieten, bucht einfach mal einen Workshop und schaut mal so ein bisschen anderen Leuten über die Schulter. Kann ich wirklich empfehlen. Also ich würde auch anderen, also andere immer empfehlen, andere Fotografen, die das quasi machen, weil ihr dazu einfach viel mehr in der Lage seid zu lernen. Also wenn ihr jemanden habt, der euch quasi unterstützt und der euch sagt, was ihr machen sollt, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Das heißt, da könnt ihr viel, viel schneller lernen, als wenn ihr euch noch 8000 Videos zum Thema, keine Ahnung, Brennweite oder sowas anschaut. Ja, das nur mal so als Information. Mr. Gartenbeiner, vielen Dank. Jean-Marc, ja, Dankeschön. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Michael, auch dir vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn wir heute eine kleine Runde waren, ich habe gar nicht jetzt genau geschaut, ich glaube 20, 30 Leute waren wir insgesamt mal zu Hochzeiten. Die meisten sind wahrscheinlich gerade beim Karneval feiern. Freitagabend ist auch ein bisschen schwierig wahrscheinlich immer, dass man sich da nochmal vor den Rechner setzt. Aber wenn ihr den Chat, wenn ihr den Stream nicht genau von Anfang an gesehen habt, dann lasse ich ihn auf jeden Fall online. Ihr könnt ihn euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr wollt, im Nachhinein. Also auch das ist möglich, da könnt ihr euch gerne dann durchswipen. Und ansonsten, Montag gibt es ein neues Video, nächsten Donnerstag gibt es ein neues Video. Also in den nächsten 3 Wochen gibt es eigentlich immer 2 Videos pro Woche. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht noch ein paar mehr Abonnenten dazukommen, dass noch ein bisschen mehr die Färöerinseln-Videos geschaut werden, weil da wirklich sehr viel Aufwand auch drin steckt, sowas zu produzieren und zu schneiden vor allem. Da bin ich, frage ich mich manchmal so, okay, also wenn jetzt so ein News-Video rauskommt, da gucken irgendwie 2000 Leute zu. Und bei so einem Färöer-Video, was halt irgendwie echt richtig geil episch aussieht, ja, was total krass aussieht, da hat man nicht mal 1000, aber manchmal verstehe ich auch YouTube einfach nicht vom Algorithmus her, keine Ahnung. Jürgen, ja, super, vielen Dank. Freut mich, dass dir das gefällt. Fairer wird nochmal einen dicken Dicker. Das hat fast 200 Seiten, das Bildband, und es ist ungefähr, also du wirst es sehen, es ist richtig geil geworden. Ich kann so viel sagen, es ist wirklich, sieht richtig gut aus. Genau. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr was im Store einfach mal kauft, wenn ihr euch mal umschaut ein bisschen. Es ist sicherlich das eine oder andere dabei. Es wird auch dieses Jahr sehr wahrscheinlich noch endlich meinen Fotokurs geben, meinen Online-Fotokurs. Da bin ich auch noch im Schnitt gerade dabei. Ich habe momentan so viele Baustellen schon wieder offen irgendwie, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Aber den gibt es auch noch. Den könnt ihr euch auch quasi dann downloaden und könnt ihr zu Hause anschauen. Da geht es nochmal um das Thema komplett Kamera, Einstieg, Kamerakauf, Brennweite etc. Also das wird auch nochmal richtig cool. Der ist aber noch im Schnitt, da bin ich noch nicht so weit gekommen. Aber ich gehe davon aus, dass der spätestens vor Weihnachten jetzt, ich will jetzt nicht so viel versprechen, aber dass der dann auch auf jeden Fall auch online sein wird. Gut, ihr Lieben, dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Andreas hat Island verpasst. Ja, es wird ja nächstes Jahr eine Neuauflage geben von dem Island-Bildband, also da dann gerne mal zuschlagen. Also hast du nichts verpasst, aber es wird dann eine Sammleredition quasi sein, der Bildbände. Genau, aber dazu dann nochmal entsprechend dann mehr. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage jetzt Tschüss und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail oder kommentiert fleißig unter den anderen Videos, die es quasi so gibt. Schaut gerne auf meiner Webseite vorbei. Ansonsten, ja, macht euch noch einen schönen Freitag, einen schönen Samstag und bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Mike. Macht's gut. Ciao, ciao.